4058 Corona-positiv Getestete deutschlandweit in den letzten 24 Stunden. Das ist eine neue Dimension. Zuletzt waren das ja immer so 2000er-Zahlen und jetzt geht die Kurve halt steil nach oben. Ja, und es sind im Moment vor allem junge Menschen, die die Zahlen hochtreiben. Sie werden zum Glück nicht so oft schwer krank. Das entlastet unsere Krankenhäuser noch. Und trotzdem, mehr als 4000 neue Corona-Fälle an einem Tag. Gesundheitsminister Spahn ist besorgt, man müsse verhindern, dass der Punkt kommt, wo wir die Kontrolle verlieren. Das sagte er heute in Berlin. Die Stimmung in der Bundespressekonferenz, sie könnte besser sein. Sorgenvoll schauen die Experten und der Gesundheitsminister auf die Lage. Nur eine disziplinierte Gesellschaft als Ganzes könne verhindern, dass die Sache eskaliert, so der Minister. Diese Pandemie ist auch ein Charaktertest für uns als Gesellschaft. Ich möchte, dass wir diesen Test bestehen und das geht, aber es geht eben nur gemeinsam. Doch wo genau stehen wir in der Corona-Pandemie? Die Infektionszahlen, sie sind zwar besorgniserregend, doch sie sind nur ein Faktor von dreien, um das Geschehen zu bewerten. Über 4000 Neuinfektionen an nur einem Tag sind heftig, keine Frage, doch das allein sagt wenig aus. Der zweite Punkt, die Krankheitsverläufe, also wer wird wie krank. Wichtig hier, das Alter der Infizierten. Lag das im April im Durchschnitt noch bei 52 Jahren, so ist es mittlerweile stark gefallen. Die Infizierten sind heute deutlich jünger, zurzeit im Schnitt 38 Jahre. Wir sehen daher auch mehr leichte Erkrankungen. Aber wir sehen auch, dass jetzt wieder mehr ältere Menschen erkranken. Es gibt wieder mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern. In ganz Deutschland aber liegen zurzeit nur 470 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Auch wenn die Zahl sich zum Vormonat verdoppelt hat, die allermeisten Infizierten haben einen milden Verlauf. Der dritte relevante Faktor, die Belastung des Gesundheitssystems. Hier wichtig, wie voll sind unsere Krankenhäuser. Ein Blick auf die Zahlen für NRW. Insgesamt gibt es 7.132 Intensivbetten. Davon sind 5.281 belegt, aber nur 157 mit Corona-Patienten. Verfügbar sind noch 1.851 Betten. Die Lage ist also noch sehr entspannt. In NRW genau wie in ganz Deutschland. Die Intensivkapazitäten sind ja in Deutschland ohnehin relativ hoch. Die sind auch weiterhin ausgebaut worden. Wir haben aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe, rund 8.500 Betten noch frei. Also es ist eine Reserve, die ungefähr die Gesamtkapazität von Italien und Spanien umfasst. Hinzu kommt, die Suche nach einem Impfstoff verläuft offenbar sehr erfolgreich. Die zuständige Ministerin wird heute erstaunlich konkret. Die Forschung ist im Moment gigantisch schnell. Aktuell gehen wir als Forschungsministerium davon aus, dass Mitte nächsten Jahres breite Teile der Bevölkerung geimpft werden können. All das sind Gründe, warum die sprunghaft gestiegenen Zahlen noch verkraftbar sind. Die Betonung liegt auf noch. Nun sind diese Infektionszahlen ja ohnehin nur das eine. Die entscheidende Frage ist ja, haben wir genug Betten, haben wir genug Beatmungsgeräte für die schweren Fälle auf der Intensivstation, um die Covid-19-Patienten wirklich gut zu behandeln, auch in Zukunft? Das versuche ich zu klären mit Professor Uwe Janssens. Der ist Chefarzt des St. Antonius Hospitals für innere und internistische Intensivmedizin. Und er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin. Schönen guten Abend, Herr Eschweiler. Ich grüße Sie. Guten Abend. Hallo. Wie sieht es denn im Moment bei Ihnen auf der Intensivstation aus? Was Covid-19 betrifft, völlig stabil. Wir warten genau wie woanders auch darauf, dass diese steigenden Zahlen sich ummünzen in schwerkranke Patienten. Und es ist im Beitrag eben ja schon klar dargestellt worden, woran das liegt. Wir haben im Moment tatsächlich, wie auch Wuppertal zeigt, sehr viele junge Menschen, die sich anstecken, diese Infektion dann durch die Lande tragen. Und die werden tatsächlich nicht schwer krank. Und deshalb sehen wir diese Patienten gar nicht im Krankenhaus. Die bleiben zu Hause, werden hoffentlich quarantänisiert. Und das entlastet uns. Aber wir blicken natürlich mit Sorge auf die Übertragung auf die älteren Populationen, die Risikopopulationen. Und da werden die nächsten 3 bis 4 Wochen spannend.
Nichtsdestotrotz sind wir der festen Überzeugung in der Intensivmedizin, dass wir das im Moment, erstens, die Bettenkapazitäten sind wirklich da, zweitens, wir sind gut vorbereitet, was den ganzen Inhalt der Behandlung betrifft und drittens, auch das Personal ist extrem gut seit der ersten Pandemiewelle im März, April vorbereitet. Jetzt rechnet Angela Merkel ja immer gerne vor, wenn die Verdopplungszahlen so sind, wie sie sind, dann kommen wir dann und dann in den roten Bereich. Können Sie das für die Intensivmedizin absehen? Blicken wir zurück in März, April. Wir hatten am 23. April hatten wir die Spitze erreicht mit 2667 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Parallel dazu hatten wir 14.000 Betten knapp frei gehabt, also riesige Kapazitäten. Selbst wenn wir jetzt einen raschen Anstieg hätten auf 4.000, 6.000 pro Tag, das war ja die Spitze im April, können wir davon ausgehen, dass mit der veränderten Grundstruktur dieser Population nicht so viele Patienten vielleicht mehr bei uns landen. Und selbst wenn, können wir relativ rasch, und das haben wir auch gelernt, die Kapazitäten im operativen Bereich so weit runterfahren, dass wir in der Lage sind, auch das abzufangen. Und drittens, wir können einen Überblick haben wir über alle freien Betten in Deutschland und können querverlegen. Das heißt, Bezirke, Regionen, die überbelegt sind, können ihre Krankenpatienten abverlegen in andere Bereiche. Das klingt erstmal gut und beruhigend für uns alle. Trotzdem, keiner will natürlich nochmal, dass wir da in so eine Situation reinlaufen. Welche Verhaltenstipps hätten Sie jetzt für uns? Was sollen wir tun, damit die Zahlen nicht weiter steigen? Zu Hause bleiben in Herbstferien? Also ich kann nur da mich Herrn Minister Spahn da wirklich anschließen. Ich glaube, es ist wirklich eine Disziplin gefordert. Die haben wir doch alle bewiesen. Und wir können doch als Ärzte und die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, die sich um diese Patienten kümmern würden, doch nur den dringenden Appell an Sie alle da draußen richten. Es ist nicht viel. Abstand halten, Hygienerichtlinien bewahren und dann auch vor allen Dingen den Mund-Nasen-Schutz. Und ich kann es nach wie vor nicht verstehen, wie bis in die große Politik im Bundestag hinein hier immer noch Leute der Meinung sind, das würde nichts bringen, das ist nicht wahr. Und das ist tatsächlich das, was jetzt im Moment aus unserer Sicht die Zahlen etwas nach oben schnellen lässt. Klare Ansage von Professor Uwe Janssens, der ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin. Vielen Dank dafür. Dankeschön.